It's like a kiss from an angel when I see you walking in that door. I've been blessed when a stranger came along for me to adore. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wollte heute mit euch ein bisschen labern über die 20. und über die 21. Woche und weil da ziemlich viel passiert ist, jedenfalls in der 21. Woche, fangen wir direkt an, weil sonst wird das so elendig lang und ich glaube, darauf hat keiner Lust. Die 20. Woche ging bei mir vom 22.11. bis zum 29.11. Wie ging das denn los? Am Anfang von der Schwangerschaftswoche dachte ich, dass ich das kleine Baby da im Bauch überhaupt nicht mehr bewegen möchte, weil es war ja schon am Ende oder ich glaube ab der Mitte von der 19. Woche schon so, dass es sehr, sehr verhalten war immer und dass man Bewegungen nur erahnen konnte. Wegen, ja, ich erwähne es nochmal, dieser blöden Vorderwandplazenta, die mich immer noch total aufregt. Aber ja, dagegen kann man ja leider nichts machen, dummerweise. Aber ab der Mitte von der, ab Mitte der 20. Woche, ich habe heute Sprachprobleme, also achte da auch nicht drauf, hat sich das dann auch wieder gegeben und da wurden die Tritte dann auch schon kräftiger. Und zwar so kräftig, dass ich dachte, dass ich irgendwie davon geträumt habe. Also ich weiß noch, dass ich abends eingeschlafen bin mit Hand auf dem Bauch. Und dann habe ich auch was gespürt. Also ich hoffe, dass es wirklich das Baby war. Und ich bin darüber irgendwie eingeschlafen und habe dann geträumt, dass das Baby auch irgendwie treten würde. Und ja, bin dann auch wieder aufgewacht und da hat es dann auch wirklich getreten, hoffe ich, dass es keine Darmbewegungen oder sowas waren. Ich war sehr, 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 sehr durstig. Ich musste ständig irgendwie trinken, folglich musste ich auch ziemlich oft aufs Klo. Ich glaube, ich habe was getrunken und habe es in 20-facher Ausführung wieder auf Toilette getragen. Ich habe keine Ahnung, woher mein Körper das ganze Wasser genommen hat. Vielleicht hat er aber auch einfach nur Wasser ausgeschwemmt. Ja, davon kann ich jetzt in der 21. Woche irgendwie gar nichts mehr finden, weil ich finde, meine Finger sind zu Würsten mutiert und mein Gesicht irgendwie auch und ja, naja. Die Haut im Gesicht wurde wieder reiner. Ich war echt froh und habe mich wirklich richtig doll gefreut. Ich dachte, ich hätte das mit meinen Pickeln in den Griff bekommen und ja, hatte auch wirklich die ganze 20. Woche Ruhe. Dann kam sie wieder und ja, somit sind sie geblieben. Ich habe auch langsam wirklich keine Idee mehr, was man dagegen machen kann. Ich bin sehr schnell sehr erschöpft und sehr müde und ich habe auch das Gefühl, dass ich total schwerfällig bin und dass ich irgendwie Zement an den Füßen habe. Ich merke das wirklich am Laufen oder so in der Stadt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich laufe irgendwo hin und es dauert Ewigkeiten, bis ich von A nach B gewatschelt bin. Obwohl eigentlich noch gar nicht so viel an Gewicht da ist. In der 20. Woche habe ich sogar gut geschlafen. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ich hatte sehr trockene Hände oder habe immer noch sehr trockene Hände und ich kann nicht mehr machen wie Creme und darauf achten, dass ich viel trinke, weil das hier auch mit der Flüssigkeit zu tun hat. Und ich denke aber auch, dass das blöde Winterwetter, wenn man das so nennen kann, bezeichnen kann,
dass es damit irgendwie noch zu tun hat mit der Luft oder so. Weil ich generell im Winter und im Herbst immer sehr trockene Haut habe. Und dann habe ich mich sehr auf den nächsten Frauenarzttermin gefreut, weil der ja in der 21. Schwangerschaftswoche anstand. Und ich da, Entschuldigung, sehr große Hoffnung war, was von dem Geschlecht von unserem Baby zu sehen. Aber was ich da noch nicht wusste, ich wurde bitterlich enttäuscht. Ja, womit wir auch schon bei der 21. Woche angelangt wären. Die 21. Woche ging bei mir vom 29.11. bis zum 6.12., also bis heute. Und zwar hat die Woche so angefangen, dass die Bewegungen von dem Kind jetzt wirklich deutlich zu spüren sind. Also es ist keine Einbildung mehr und es ist auch kein Erahnen mehr. Und oh, ich krieg gerade Sodbrennen. Ach, es muss doch immer in irgendeinem Video immer irgendwas passieren. Das Sodbrennen gehört dann zur 22. Woche, merke ich gerade. Ja, wie gesagt, die Bewegungen sind deutlicher geworden und man muss jetzt nicht mehr so in sich reinhören und sich fragen, war es das jetzt oder war es jetzt vielleicht doch der Darm oder was war das jetzt? Ja, man merkt halt wirklich, dass es richtig tritt und es gibt teilweise auch wirklich Kicks, wo man so man sitzt und denkt an nichts Böses und auf einmal dann erschreckt man sich richtig, wenn man doch weil das doch so extrem stark war und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, eben wegen dieser blöden Vorderwandplazenta. Ja, manchmal nimmt es da seine ganze Kraft zusammen und fängt dann richtig an loszuturnen. Müdigkeit. Müdigkeit war oder ist in der 21. Ich bin jetzt in der 22. Woche, war in der 21. Woche immer noch sehr großes Thema. Ich war abends sehr schnell müde dann und mittags ab und an mal. Ja, ich schieb das aber ein bisschen auf meinen Alltag, weil ich wirklich ein bisschen viel zu tun habe auch. Und ja, vielleicht hat es auch wirklich mit der Schwangerschaft zu tun, weil man einfach ja dann doch schneller erschöpft ist. Und ich habe sowieso, ich kriege das nicht in meinen Kopf, dass da halt noch ein kleines Baby drin ist und ich dann vielleicht ein bisschen langsamer machen sollte. Ja, damit wären wir nämlich, weil das Michi ja so doof ist und das irgendwie nicht in ihren Kopf kriegen will, ein bisschen runterzufahren, wären wir bei den Braxton Hicks Wehen. Das sind einfach Vorwehen, die nicht wehtun, aber die nervig sind. Die, ja, die sind halt da, die kommen ab und an, weil die haben auch gar keine Regelmäßigkeit. Und der Bauch wird dann einfach hart, weil Wehen sind ja einfach Muskelkontraktionen und ja, es ist einfach nervig, wenn das passiert und es sollte nicht so oft passieren, aber am Anfang der Woche, nämlich am Montag, hatte ich an einem Tag bestimmt 15 Stück und es ist echt nervig. Man sitzt oder liegt oder läuft oder tut irgendwas und auf einmal zieht sich der Bauch so zusammen und wird so bretthart und das ist einfach nur nervig. Und ja, ich habe meine Magnesiumdosis erhöht jetzt auch, was man dann auch auf andere Art und Weise feststellt, weil Magnesium ist ja sehr Magen-Darm-anregend. Ja, ich hoffe, dass ich einfach die Wehen damit in den Griff bekomme, aber ich erzähle dazu gleich noch viel mehr. Mein Hautbild ist wieder unreiner geworden. Da war ich sehr enttäuscht drüber, weil ich ja echt gedacht habe, ich hätte es jetzt langsam in den Griff bekommen. Ich hatte nämlich hier in der Unterlippe einen ganz fiesen Pickel, der hat auch richtig weh getan. Und jetzt habe ich hier oben so einen doofen Pickel und boah, das ist echt blöd. Und ich habe auch keine Ahnung mehr, wie ich das irgendwie ja, in den Griff bekommen will. Ja,
Der Bauch, der fängt jetzt an und juckt. Manchmal, nicht immer. Ich schiebe das einfach mal darauf, dass er jetzt einfach gewachsen ist. Ja, vielleicht aber ist die Haut dort auch einfach mal ein bisschen trockener, weil die Haut im Gesicht, die wird auch langsam irgendwie trocken und ich komme irgendwie gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Pflegecremes und Puder und ja, irgendwie das Wetter bzw. die Luft, die bekommt meine Haut gar nicht und ja, mal gucken, was mir da noch einfällt oder wenn ihr Tipps habt, dann sagt ihr mir die bestimmt, bitte. Ja. Ich war sehr schnell, sehr extrem außer Puste. Ich brauchte wirklich nur mal schnell von dem einen Zimmer ins andere Zimmer laufen und ich habe gejapst wie ein Maikäfer und ihr merkt das sicherlich am Sprechen. Also ich persönlich merke das. Ich rede und rede und rede und dann auf einmal so. Ich merke das selber, ich atme irgendwie viel tiefer. Ja, das ist mir halt aufgefallen und ja, mal gucken. Also, vielleicht liegt es auch daran, dass das Baby jetzt größer geworden ist und dass sich das halt alles so verschiebt. Und ja. Genau, dann hatte ich auch noch das Gefühl, zusätzlich zu diesen Braxton Hicks-Wehen, dass sich die Mutterbänder wieder gedehnt haben, weil ich zusätzlich noch so einen unregelmäßigen Schmerz in den Leisten hatte. Ja, das hatte ich aber, glaube ich, nur 1 oder 2 Tage und dann war das wieder weg. Ja. Dann hatte ich plötzlich irgendwelche Hungerattacken. Ich hatte in der 21. Woche sowieso sehr mit dem Hunger zu tun. Ich hatte irgendwie mehr Hunger. Habe ich jedenfalls das Gefühl gehabt, dass ich da mehr gegessen habe. Aber ja, anscheinend hat sich das jetzt auch nicht so wirklich auf mein Gewicht ausgewirkt. Dazu erzähle ich euch aber auch gleich mehr. Ja, auch wenn ich abends richtig gut, das heißt richtig gut, aber ordentlich zu Abend gegessen habe, es ist dann nachts um 3, halb 4. Sodbrennen ist ja schlimm. Es ist dann nachts um 3, halb 4 wieder vorgekommen, dass ich aufgewacht bin und Hunger hatte. Also in einer Nacht war das so lustig. Ich bin aufgewacht und habe meinem Freund gesagt, weißt du was? Jetzt wäre es ja schon mal Zeit für ein zweites Abendessen. Er guckt mich an und meint, ja, dann tu das. Geh doch in den Kühlschrank und hol dir was zu essen. Ich so, nein, das muss nicht sein. Also ich war tapfer und habe es dann durchgehalten. Das war sehr witzig. Ja, dann hatte ich das Gefühl, dass irgendwie mein Bauch tonnenschwer war. Also was ist das für ein Märchen, wo der Wolf und die 7 Geißlein, genau. Also ich habe mich echt gefühlt wie der Wolf, der die 7 Geißlein gefressen hat, mit den Wackersteinen im Bauch. Der ist tonnenschwer. Also so habe ich wirklich das Gefühl gehabt, der hat richtig nach unten gezogen. Und das sollte in der Woche noch nicht vorkommen. Ist jetzt aber auch wieder weg. Das war nur ein Tag lang so. Genau, ich hatte am Dienstag meine Vorsorgeuntersuchung wieder beim Frauenarzt, unser Babykino. Und ja, dazu habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar
erstmal zur Gewichtszunahme. Ich habe von der letzten Vorsorge bis zur jetzigen Vorsorge, und da waren immerhin 4 Wochen dazwischen, habe ich nichts zugenommen, also komplett gar nichts. Es ist ein und dasselbe Gewicht geblieben. Wahrscheinlich, weil ich in den 4 Wochen auch kaum was gegessen habe, weil ich einfach keinen Hunger hatte. Und jo, das, also mir soll es recht sein. Ich freue mich darüber, weil ich werde noch früh genug zunehmen. Und ja, also ich glaube nicht, dass ich verhungern werde. Das, was mir halt jetzt Sorgen macht und wo man jetzt vermehrt drauf achten sollte: mein Blutdruck, der wird von Mal zu Mal niedriger. Am Anfang von der Schwangerschaft war der ja extrem hoch und jetzt wird der irgendwie immer niedriger. Ich hatte mal 130 zu 70, dann hatte ich mal 100 zu 70 und jetzt habe ich nur noch 90 zu 60. Also ich bin es ja gewöhnt, diesen niedrigen Blutdruck zu haben, weil ich kenne es nicht anders. Ich schon von Kindesbeinen an habe ich niedrigen Blutdruck. Und mein Hausarzt, der sagte auch immer, dass ich sowieso eigentlich schon halb tot in der Ecke liegen müsste. Für mich ist es unnormal, wenn er hoch ist. Aber wenn jetzt meine Frauenärztin auch sagt, da sollten Sie jetzt mal aufpassen und merken Sie das. Und ja, ich habe es schon ein wenig gemerkt, weil mir ab und zu schon mal ein bisschen schwummrig war und jetzt auch. Also ich versuche es mit ausreichender Bewegung in den Griff zu bekommen. Vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr rausgehen. Ja, ich gebe es zu, ich war in letzter Zeit doch ein bisschen mehr, habe mich mehr drinnen aufgehalten. Ich mag das Wetter nicht. Ja, ansonsten war aber alles gut. Es war alles gut. Das Baby hat jetzt um die 350 Gramm. Und irgendwie vergisst mir meine Frauenärztin immer zu sagen, wie groß es denn ist. Ich glaube, ich muss mir jetzt mal angewöhnen, das zu hinterfragen, weil ich das schon sehr interessant finde. Und ja, ich wollte so ein bisschen eine Trendantwort von ihr wissen, was es denn jetzt werden könnte, weil man konnte die ganze Zeit noch nichts sagen. Aber das Geschlecht werde ich jetzt sowieso noch nicht verraten. Das wird irgendwann, wenn es ganz sicher ist, werde ich euch das dann sagen. Oder auch nicht, das überlege ich mir noch. Und ja, man konnte jetzt noch nichts Wirkliches sagen. Also es ist so immer noch so 50-50, weil es wollte sich auch nicht so richtig zeigen, weder vom Gesicht noch von allem anderen. Es lag irgendwie in der Ecke zusammengeknollt, wie ein kleiner Kloß, und hatte die Beine auch über Kreuz. Und ja, man konnte nicht wirklich viel sehen, was ich sehr traurig finde, weil ich freue mich ja immer, wenn ich es sehen darf. Aber wir haben trotzdem ein Bild bekommen und ich hoffe, man kann überhaupt was sehen. Oh Gott, oh Gott. Naja, doch, ein bisschen kann man sehen. Wir konnten ein kleines Gesicht, ein kleines Kopfbild einfangen. Und man denkt sich so, wenn man das jetzt so sieht, das hätte eine riesengroße Faust. Ich versuche euch das zu zeigen. Und zwar erstmal von ein bisschen weiter weg. Ich glaube, da kann man nichts sehen. Wenn man das hier ein bisschen so, jetzt muss ich selber gucken. Und zwar ist hier, whoops, der Kopf. Und da ist ein Auge. Und hier ist auch, glaube ich, da ist der Mund. Und hier dieses kleine Spitze da, das ist eine Nase. Und hier, das ist so freaky. Hier sieht man die ganze Hand zu einer Faust geballt und die einzelnen Fingerknochen. Also jedenfalls 3 davon. Das sieht heftig aus, oder? Und hier ist so der Oberkörper, der kleine Holz.
Niedlich. Und es sieht ein bisschen aus, als willst du eine kleine Schnute ziehen. Ja. Naja, ein schlechtes Bild ist besser als gar kein Bild, sage ich mir immer. Was ist denn dann noch passiert? Genau, ich habe das angesprochen bei meiner Ärztin, weil... merkt ihr das? Obwohl ich euch jetzt nur das Bild hochgehalten habe, könnte ich schon wieder... Ich bin schon wieder da fertig, ne? Ich habe das angesprochen bei meiner Ärztin, weil ich ja so außer Puste bin. Immer und... Ja, diese Braxton Hicks Venen, das habe ich halt angesprochen, weil halt immer der Bauch so hart wird. Und ich habe da auch ein Rezept bekommen mit so einem Pulver, das ich irgendwie 4-mal am Tag nehmen soll. Ja, ich versuche es jetzt erstmal mit diesem Magnesium in den Griff zu bekommen, weil ich ehrlich gesagt ein wenig geizig bin, mir dieses Pulver jetzt auch noch zu kaufen. Ja. Es ist irgendwie, muss man selber bezahlen und ja, ich weiß nicht, also ich finde, wenn man schon die Probleme hat, dann wäre es doch nett gewesen, wenn sie das einfach ja, ordentlich verschrieben hätte und Rezeptgebühr und fertig, aber ich sehe nicht ein, für ein Medikament bald 20 Euro zu bezahlen und deswegen versuche ich jetzt weiter, das mit dem Magnesium in den Griff zu bekommen und ja... ein bisschen ja, ruhig alles angehen zu lassen und wie gesagt, ich habe da mit ihr drüber gesprochen und ja, ich habe so ein bisschen ich weiß, sie meint es nicht böse und ich weiß, sie ist Ärztin und sie meint es ja nur gut irgendwie, aber ja, ich habe mich ein bisschen doof gefühlt, weil sie meinte halt, naja, da wir ja schon 4 Kinder haben und ich auch schon 5 Schwangerschaften hinter mir habe, das ist ja jetzt dann die 6. Und ja, das in kurzen Abständen, ja, dass das halt auch nicht so einfach ist für den Körper und ja, ich verstehe das schon. Ich weiß das ja auch und eine Schwangerschaft ist nicht einfach und ich habe es jetzt halt nochmal, ja, deutlicher von meiner Ärztin gesagt bekommen und ja, ich habe mich irgendwie so, weiß ich nicht, so doof gefühlt. Das ist so, als ob du irgendwie einen Anschluss von Mama und Papa kriegst, wenn du irgendwas angestellt hast und dann... weiß man nicht so wirklich, was man sagen soll und ja, ich sag immer, wir haben uns dazu entschieden und es ist schön und wir freuen uns jetzt letzten Endes auf das 5. und letzte Kind. Ja, es glaubt mir immer keiner, wenn ich sage, ja, das ist jetzt das letzte, aber es ist wirklich so und ja, natürlich muss man dann auch vernünftig sein und muss ein bisschen auf seinen Körper hören. Also meine Ärztin meinte, wenn ich jetzt so ein bisschen am Zahnfleisch gehe und wenn ich jetzt wirklich in die Knie gehe, dann muss ich mich nicht wundern, weil einfach der Körper jetzt wirklich, also wirklich an die Grenzen kommt und ja, ich jetzt wirklich festgestellt habe, dass nichts mehr geht, die Reserven sind weg und ja, natürlich sind wir jetzt vernünftig und es ist ja auch alles ja, es ist ja auch alles eine Frage der Organisation und es ist 5 Kinder, das ist schon eine Herausforderung. Man ist ja heutzutage schon, wenn man 2 oder 3 Kinder hat, Großfamilie, aber ja, jetzt werden wir noch größer und ja, ich glaube, das wird noch sehr interessant werden. Aber ich möchte natürlich meinem Körper keine unnötigen Schäden oder noch unnötige Belastung zufügen. Und ja, deswegen wollen wir die Schwangerschaft jetzt einfach noch so gut es geht irgendwie über die Bühne bekommen. Und ich hoffe einfach, dass das Baby sich noch etwas Zeit lässt und nicht zu früh kommt, weil ich momentan irgendwie ein bisschen Angst habe, dass es zu früh kommen könnte. Aber ja.
wie gesagt, wir müssen einfach ein bisschen aufpassen jetzt. Genau, was war denn dann noch an diesem Tag? Das war ein sehr aufregender Tag. Ich kam nämlich von meinem Frauenarzttermin. Ich glaube, ich war eine Stunde oder zwei Stunden zu Hause. Und ja, dann hat mir eine Bekannte geschrieben, weil die war schwanger und hat jetzt Gott sei Dank ihr Baby gesund in den Arm halten können und ja, hatte einen Tag vorher entbunden. Davon wusste ich gar nichts und ja, ich habe dann die freudige Nachricht bekommen und bin natürlich direkt losgefahren, um Baby anzugucken und ja, das war auch noch sehr spannend und ja, das war richtig schön. Ich habe das kleine Mäuschen dann mal auf den Arm nehmen dürfen und das ist so Wahnsinn. Also, obwohl meine Kröten ja auch noch nicht so groß sind, ja, ist das dann doch nochmal was komplett anderes und ich kam mir irgendwie total unbeholfen vor, weil unser Jüngster, der war ja nur wirklich kein zierliches Kind, wo er auf die Welt kam und das Baby war schon etwas kleiner und etwas zierlicher und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich da was kaputt mache, aber ja, ich habe es doch noch ganz gut hinbekommen, glaube ich. Ich war ein bisschen erstaunt, weil ich dachte, wenn ich da jetzt hinfahre und das kleine Baby sehe, werde ich vielleicht ungeduldig oder so und ja, wünsche mir, dass die Schwangerschaft irgendwie schnell vorbeigeht. Aber es war irgendwie genau das Gegenteil der Fall. Ja, von mir aus, es kann so lange dauern, wie es dauert. Also ich möchte gerne die 40 Wochen voll machen. Allerdings möchte ich jetzt nicht so gern eingeleitet werden. Das war nicht so toll. Und das brauche ich nicht nochmal. Aber ja, ich war wirklich erstaunt. Also ich ja, war trotzdem noch ruhig und gelassen und habe nicht dem Tag der Entbindung entgegengehibbelt oder so. Und wahrscheinlich auch bin ich deswegen so ruhig, weil ich weiß, es ist jetzt das letzte Mal und da möchte man, glaube ich, das alles noch viel mehr genießen. Es nervt mich halt, dass das Baby sich so ja, zaghaft bewegt und ja, weiß nicht. Das liegt aber, wie gesagt, an dieser Vorderwandplazenta und da kann man halt nichts machen. Ansonsten, was ist denn noch passiert? Genau, ich habe dann am selben Tag erfahren, also es war an demselben Tag, an dem ich auch meinen Frauenarzttermin hatte und an dem ich eine Bekannte im Krankenhaus besucht hatte, die ja ihr Baby bekommen hat, habe ich am Abend noch erfahren, dass eine alte Schulkameradin schwanger ist. Also an diesem Tag, das war babylastig bis zum Ende, weil es war abends dann und ja. Ja, ich habe dann durch Zufall erfahren, dass sie dann auch ein Baby bekommt und was halt lustig ist, sie ist 6 Wochen weiter als ich und ja, mal gucken, wer das Rennen macht. Ich bin da echt mal gespannt, aber ich glaube nicht, dass ich vorher entbinden werde, weil 6 Wochen ist schon ja, eine ganz schöne Zeit. Ja, aber es ist halt witzig. Es war sehr Diese Woche war sehr babylastig, doch. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe ein bisschen was geshoppt, das zeige ich euch jetzt noch schnell. Und ja, obwohl ich am Anfang gesagt habe, ich will keine elendig langen Videos machen, habe ich anscheinend doch ein bisschen viel gelabert. So, ich wollte euch das letztes Mal schon zeigen. Und zwar ist das die Baby-Mama-Massagecreme. Die habe ich gekauft im Müller. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber das werde ich machen. Die war auch nicht allzu teuer. Ich
ich glaube um die 3 Euro oder so. Ja, ist jetzt nicht so meine Favorite Creme of the Schwangerschaft, aber ja. Ja, riechen tut sie jetzt auch nicht besonders. Ich hoffe, sie erfüllt ihren Zweck. Naja, probieren wir sie mal aus und ich sag euch dann Bescheid. Ich hatte euch vorgestellt die Nivea InBush Body Lotion Q10+ mit Massageperlen. Die habe ich jetzt ausprobiert und ich glaube, die erfüllt ihren Zweck. Ja, also ich dachte, ich bekomme davon keine Schwangerschaftsstreifen, aber das gehört zur 22. Woche. Ja, ich habe einen entdeckt und ich war richtig erschrocken. Also ich glaube, ich saß da so und habe bestimmt 2 Minuten auf diesen Streifen geguckt. Und ja, alles cremen, alles massieren bringt anscheinend bei mir nichts. Ja, auf jeden Fall, trotzdem ist die sehr gut. Also die hat so einen Peeling-Effekt und ja, diese Massageperlen, wenn man die dann vercremt sozusagen, dann geben die so einen minzigen Geruch von sich und ja, riecht am Anfang nach Zitrone und wird dann mit der Zeit irgendwie minziger. Und weil ich ja, ach so, die kostet glaube ich 3,50, weil das die große Flasche ist von 400 Milliliter, glaube ich, kostet die 3,50 Euro. Sowas in dem Dreh. Und ich habe die gekauft bei in irgendeinem Drogeriemarkt. Das kann nur DM oder Müller gewesen sein. Eins von beiden. Und weil ich ja zu dem Zeitpunkt so auf dem Minztrip war und das total toll fand, habe ich mir gedacht, bin ich doch so schlau und kaufe mir Minzduschgel. Haha! Nur, dass ich vergessen habe, wenn man das auf die Haut aufträgt, dass das ziemlich kalt wird, egal wie warm man duscht. Tja, das ist das schöne Ding. Sehr minzig und sehr erfrischend. Also ich kann es, glaube ich, ich kann es im Sommer empfehlen, wenn man sich erfrischen will. Aber wenn man nicht so drauf steht, in der Dusche zu frieren, dann sollte man das dann vielleicht doch nicht verwenden. Es riecht auch wirklich nach Minze. Ja, das riecht richtig krass nach Pfefferminz, nach ein bisschen nach Kaugummi, finde ich. Nach so einem Pfefferminz-Kaugummi oder ja, man kann es nicht anders beschreiben. Auf jeden Fall ist das jetzt nicht mehr in meiner Hand. Mein Freund steht auf diese Duschgele, auf diese Minzduschgele und ja, deswegen habe ich ihnen das gegeben, weil ich mag das überhaupt nicht. Das war ein Fehlkauf. Ja, aber ich finde diese Art bzw. diese Marke total cool, weil am Anfang von der Schwangerschaft hatte ich einen richtig, richtig extremen, war ich richtig, richtig extrem geruchsempfindlich. Das hat sich jetzt gegeben und ich mag kräftige Gerüche. Wenn das gut riecht, dann möchte ich das gerne kräftig haben. Und ja, ich habe jetzt die Limette davon, also von diesem Original Source oder wie das heißt, habe ich jetzt das Limetten-Duschgel gekauft. Und ja, das riecht wirklich limettig und wirklich natürlich und ja, steht auch drauf, 100% natürlicher Duft und soll wohl auch vegan sein. Mir ist es ja eigentlich wurscht, ob vegan oder nicht. Oh, Schande über mich. Ja, aber ja, ich finde, dass der Geruch zählt und der ist wirklich... Oh. Gerade ich liebe diese sauren Gerüche irgendwie, also Limette, Zitrone und ich trinke das ja auch total gerne und natürlich, warum dann in der Dusche nicht, ne? Ja, das ist auch ganz toll. Wie viel hat denn das gekostet?
glaube 1,50. Ja, kriegt man jeder Drogerie eigentlich. Und davon gibt es auch noch Zitrone und Teebaum. Und oh Wunder, es riecht wirklich nach Zitrone. Aber der Teebaum fehlt da drin. Ja. Ganz, 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 ganz schwach kommt der Teebaum da raus. Aber die Zitrone dafür umso mehr. Es ist wirklich, als würde man eine Zitrone gerade aufschneiden und auspressen. Und deswegen, das benutze ich richtig, richtig gerne. Und mein aller Lieblingsduschgel habe ich natürlich auch wieder geshoppt. Und zwar ist das ja das von Tree Color Moon. Und ich glaube, so langsam habe ich alle Sorten durch. Ja. Und da habe ich mir jetzt ein... Nein, habe ich nicht. Das ist nicht das Neueste. Ich wollte mir das Neueste holen, aber das fand ich nicht so toll. Das hat nicht so gut gerochen. Deswegen bin ich auf meinem altbekannten Tree Color Moon Duschgel hängen geblieben, mal wieder. Und zwar ist das das Ginger Morning. Das habe ich euch schon vorgestellt. Das riecht auch so limetten-zitronig. Lecker. Finde ich gut. Ja, meine kaputten Haare, die machen mir irgendwie immer noch Sorgen. Haarausfall habe ich ja jetzt schon so oft angesprochen. Und jetzt ist mir eine neue Kur in die Hände gefallen. Und zwar ist das eine Kur, die man nicht ausspülen muss. Und zwar die massiert man einfach ins Handtuch trockene Haar ein. Und ja, die muss man nicht auswaschen. Mal schauen. Ich habe sie jetzt nur einmal benutzt und ja, bis jetzt kann ich noch keine Veränderung feststellen, außer dass sie gut kämmbar sind. Und ja, das waren sie vorher aber auch schon, weil ich ja zusätzlich noch diese Sprühkur benutze. Ja, auf jeden Fall gibt man da eine haselnussgroße Menge auf die Hände und dann massiert man das ein. Das ist von Glisskur. Sofort schimmernde Glanzreflexe, Tiefenrepair, trockenes und für trockenes und strapaziertes Haar. Ja, mal gucken, ob das wirklich hält, was es verspricht. Ja, soll wirklich auch intensiven Schutz bieten vor Haarbrüchen und so weiter und so fort, aber was da nicht alles versprochen wird, am Ende ist man ja dann immer schlauer. Mal gucken, ich bin gespannt. Das hat, glaube ich, gekostet was um die 2 Euro. Ja, dann habe ich einen neuen Augenstift für meine tollen dunklen Augen. Ja, ich wollte eigentlich wieder den von BB haben. Mein Refresh-Augenstick oder was auch immer draufsteht. Ja, den habe ich irgendwie nicht bekommen, leider Gottes. Deswegen bin ich auf den Balea-Augenstift, muss ich dann halt leider Gottes zurückgreifen. Und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich den von BB nicht gefunden habe, weil ich schwöre auf diesen Stift. Und ja, ich glaube nicht, dass der so gut wirkt. Aber naja, wir probieren ihn aus. Da steht auf jeden Fall drauf, dass es ein Lotusblütenextrakt enthält und Schwellung und Augenringe vorbeugt und für Frische und Leuchtkraft dient oder so. Mal gucken. Parfümfrei. Das heißt, er riecht noch nicht mal nach irgendwas. Ja. Gut, ich habe jetzt eigentlich soweit nichts mehr und bevor ich noch weiter sabbel, weil irgendwie komme ich heute gar nicht zum Ende, merke ich, zeige ich euch jetzt noch schnell meinen Bauch und ich verabschiede mich aber jetzt hier schon an dieser Stelle. Und wenn euch dieses unheimliche Labervideo gefallen hat, dann könnt ihr mir sogar einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr noch mehr so tolle Labervideos hören wollt, sehen wollt oder von mir mehr sehen wollt, dann könnt ihr mich auch da abonnieren. Und
Ja, wenn ihr trotzdem anderweitig, also außer an YouTube, noch up-to-date sein wollt, dann gibt es noch Facebook, Instagram und Twitter. Die sind verlinkt unten in der Infobox. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen und ja, da seht ihr dann auch immer, was passiert, wenn ich mal gerade keine Updates mache. So, das war's von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Update. Und ja, mal schauen, wenn irgendwas Interessantes passiert, werde ich vielleicht auch mal wieder ein Follow Me machen oder so. Je nachdem, wie viel Zeit ich finde. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao. It's like a kiss from an angel when I see you walking in that door. I've been blessed when a stranger came along for me to adore.